So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun haben wir das CTOS-Kontrollzentrum eingenommen und möchten nun den Kenny finden. Den Kenny vom South Park, wisst ihr? So, lasset uns den Kenny finden. Schön gegen den Baum gesetzt und jetzt erstmal Kenny. Ah, da oben ist er ja schon. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Klasse. Oh, auch noch umsonst an den Baum gesetzt. Wunderbar. Geht es Ihnen? Oh, Partu. Bestimmt eine alte Oma mit Die Hut oder so. Karotbrücken erleben derzeit eine Reihe von Störungen und Experten spekulieren, dass das CTOS-Netzwerk die Ursache des Problems sein könnte. Jupp, das hängt alles an CTOS, nicht an mir. Ja. Ein bisschen über die Straße fegen. Road trip. Did a road check. Okay. Hören wir die rote Ampel. Und in den Gartenzaun. So. Poller haben wir schon mal. Gut. Falls was passieren sollte, zum Entkommen. Aussteigen. Kurz schauen, warum ich der Handy hacken kann. Hacken wir halt das Handy. Hacken wir das Handy auch noch. Telefonieren die miteinander. Hochseeanglerin. Ach, das ist auch die mit der Hackfresse von letztem Mal. Okay. Mission starten. Startet die Mission. Limonade und Apfelkuchen. Lecker. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Okay. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Das ist traurig. Aber das war ihnen egal. Habt ihr den falschen Köder benutzt? Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Ja. Ist das hier abgesperrt? Rays letztes Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber ein Anhaltspunkt. Komm schon. Ah. Jetzt? Nein? Jetzt? So, eigentlich ist es. Einbruch entdeckt. Passwort wird zurückgesetzt. Hinweis an Manager gesendet. Verdammt, das war schlampig, Pierce. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. Nur wer nicht? Ja, Leute. Regelmäßig hinter online, das ist doch schon die zweite, oder? Oder ist das dieselbe Person? Was ist das? Kein Passwort gefunden, klasse. Ein Bankkonto ist immer schön. So. Lädt illegal Filme herunter. Sexuell frustriert, klasse. Dann hängen wir mal. Er ist kein Verräter. Er hat Daten geklaut und weitergegeben. Verräter. Und wenn das CTO ist, deine Daten klaut, bleib realistisch. Musik. Dance von Mickey. Okay, kennt kein Schwein, aber alles klar. So. Ah.
Das Empfehler-Passwort musste zurückgesetzt werden. Jawohl. Kein Interesse. Alles klar. Geben Sie das neue Passwort in den Yachthafencomputer ein. Schöller. Einmal elegant. Zack. Nachsuche für November 2000 irgendwas. Trägersignal umgeleitet. CTOS Station 2. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und es erklärt auch, warum er Corny ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt das unter ihrer Nase. Infiltrieren Sie den CTOS-Turm. Wo ist der Turm? Da hinten. Nämlich definitiv ein Auto. So. Ja. Auf geht's, auf geht's. Ole, ole. Ole, ola. Der Rische ist jetzt da. Ja, er rächt sich an einem Straßenschild. Bahnhof. Okay. Ja. Jawohl. An einem Zaun rächt er sich auch. Ja, klar. Infiltrieren Sie den CTOS-Turm. Fahren wir auch mit dem Auto hin, ne? Fahren wir rein. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Verlassen? Strom gibt es auch noch. Kenny hat es hier sicher benutzt. Verlassen? Das will ich aber hoffen, verlassen. So. Das hier muss ich hacken. Ne? Lift. Muss irgendwie auf die andere Seite. Ja. Aha. Entriegeln. So. Irgendwas muss ich da benutzen. Okay, gehen wir mal rein, ne? Haben wir schon die Pistole zur Hand? Hände. Ja, nun. Was bringt's mir? Achso, ich muss nach unten. So wie es aussieht. Das sagt das doch gleich. Ja, wie soll ich nach unten kommen hier? Hier ist ja nicht mal ein Eingang. Mit irgendwas habe ich doch vorhin noch entriegelt. Was war das? Ah. Leute, das ist echt stressig. Hier muss ich irgendwas benutzen. Kamera. Hä? Ah, da habe ich das. Das habe ich entriegelt. Muss nur die Antenne noch mal drehen wahrscheinlich. Ah! Ja. Ich bin schon klug. Ein kluges Kerlchen ist er. Ja, ein kluges Kerlchen ist er. Okay. Toll, jetzt. Bin ich oben. Muss ja trotzdem nach unten. Embrace only. Echt? Alter, ich bin doch. Ich bin doch ein blinder Fisch, oder? Mal ohne Scheiß. Ich renne da trocken einfach ganz komplett vorbei. Hä? Ja. Alles schön gut, ne? Witz an der ganzen Sache ist, ich hab's doch entriegelt.
Ich hab's doch entriegelt. Wo muss ich denn noch alles entriegeln? Ja, komm, reicht mir mal eine Kamera. Alter. Sehe ich mich eigentlich? Nein, ne? Komm ich da irgendwie rauf? Ne, auch nicht. Sag mal. Ja, es ist ja. Alter, ich könnte heulen. Ah, Quatsch. Da muss ich dran. Jetzt die Antenne bewegen. Ja, das Ding habe ich doch schon entriegelt, oder? Na also, dann muss das doch jetzt so langsam gehen. Sag mal. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wieder falsch gemacht haben soll. So, was bringt mir das? Was bringt mir jetzt hier ein Lift? Keine Ahnung, was mir das bringen kann. Und keine Ahnung, was ich da noch entriegeln soll jetzt. Großartig. Ah, ich muss bestimmt darüber. Ah, deshalb konnte ich auch daneben hoch. Ja, ich hab's gestrahlt. Ich hab's gestrahlt. Hep, komm, wir brauchen schon eine Treppe. Da lang. Da hoch. Ich bin schon Fuchs. So, gut. Kamera. Dann. Also, auf sowas muss man erstmal kommen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wenn den jemand beobachtet, denkt sich doch auch, wow, what the fuck? Okay. Ist klar. Ohne Scheiß. Zieh die Maske hoch, Bro. Man weiß nicht, was jetzt gleich alles auf einem zukommt. Wow. Alter, voll die Kettenreaktion. Ganz fies. Wirklich ganz fies. So, weh, wenn es jetzt nicht geht. Jetzt muss doch langsam mal auf sein. Ja! Boah. Also das ist wirklich auf Umwegen dran, so eine Art. Okay. Okay. In diesem Fall schuldest du mir.
Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Pawnees liebstes Wasserloch. Vielleicht das Einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Ja, hoffentlich erwischt er ihn. Aber das, meine lieben Leute, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein.